Hallöchen allerseits und herzlich willkommen bei Wissen Querbeet. Mein Name ist Anja und das hier ist ein ungeplantes Bonusvideo zu den kuriosen Erfindungen. Und zwar kam es dazu, weil ich als eine der Erfindungen den Suppenkühlerlöffel ausgewählt hatte, aber außer, dass das Foto aus dem Jahr 1948 stammt, absolut nichts darüber in Erfahrung bringen konnte, weshalb ich ihn aus dem Beitrag wieder rausgeworfen habe. Allerdings bin ich bei meiner Suche bei den Patenten von einem ähnlichen Produkt gelandet, aus dem Jahr 2009 aus China. Die englische Übersetzung der Beschreibung, die bei diesem Löffel steht, ist einfach herrlich köstlich und die würde ich gerne mit euch teilen. Wisst ihr, ich hatte in meinem Leben schon viel mit Sprachen zu tun und habe das unter anderem auch studiert. Ich liebe einfach Sprachen und habe selbst auch schon als Übersetzerin gearbeitet, weshalb es mir ein besonderes Vergnügen bereitet, wenn ich über komische Übersetzungen stolpere. Gerade die Chinesen sind Meister darin, da sie eine kuriose Herangehensweise haben und gerne mal zuwörtlich und kontextbefreit übersetzen, sodass absoluter Kauderwelsch entsteht, was das Lesen dieser Texte dann zu so einem Vergnügen macht. Bei diesem Text ist das nicht anders. Ich werde ihn euch im Originalen einblenden, so dass ihr ihn selbst lesen könnt und der Link steht unten in der Beschreibung. Und für diejenigen, die kein Englisch beherrschen, habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Text in der gleichen verqueren Weise ins Deutsche zu übersetzen, wie er aus dem Chinesischen ins Englische übersetzt wurde. Das hat jetzt alles mal ausnahmsweise absolut gar nichts mit Wissen zu tun und dient lediglich der Unterhaltung. Eins noch vorweg, in dem Text ist die Rede von einer Elastic Bag, was wohl ein Blasebalg oder eine Luftpumpe sein soll, wie es sich mir erst nach mehrmaligem Lesen erschlossen hat. Der Begriff Elastic Bag beschreibt im Englischen aber eine Tasche aus elastischem Material oder auch einfach mit Gummizug versehen oder verstellbar in der Halterung und so weiter, das ist kein feststehender Begriff. Ich werde es mit Gummibeutel übersetzen, einfach weil es das wörtlich übersetzt am nächsten trifft und weil es lustiger klingt, als wenn ich es mit Luftpumpe ersetzen würde. Hier geht's, wie gesagt, nur um den Spaßfaktor und ich will alles so falsch stehen lassen, wie es im Original ist, einfach damit wir mehr zum Lachen haben. Also gut, los geht's mit dem schnell kühlenden Suppenlöffel, wobei Quick in der Überschrift auch noch falsch geschrieben ist, da fehlt das C. Aber ansonsten ist die einleitende Zusammenfassung noch relativ richtig. Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf einen schnell kühlenden Suppenlöffel, der aus einem Löffelgriff und einem Löffelkörper besteht, wohinein ein Gummiluftbeutel an die vordere Fläche angeschlossen wird, an das hintere Ende des Löffelgriffs, und eine Blasdüse des Gummiluftbeutels zeigt in Richtung des Löffelkörpers. Wenn die Essenstemperatur höher ist, kann ein Verwender den Gummibeutel kontinuierlich mit einer Hand drücken, so dass der Luftbeutel Luft schnüffelt und bläst, um die Luftzirkulation auf der Oberfläche des Essens zu erhöhen und das Ziel des Abkühlens erreichen kann. Der schnell kühlende Suppenlöffel hat die Vorteile einer vernünftigen Struktur, delikaten Aussehens, einfachen Prozesses, praktischen Nutzen und dergleichen. Ja, soweit so gut. Es ist jetzt nicht der gängigste Sprachfluss, aber man kann verstehen, worum es geht. Gut, machen wir mal weiter mit der Beschreibung, denn jetzt geht's los mit dem kühlen Suppenlöffel der Geschwindigkeit. Technisches Feld. Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf eine Art Lebensgeschirr. Der kühle Suppenlöffel von besonders einer Art von Geschwindigkeit. Ah ja, ich glaube, ich bin jetzt schon raus. Hintergrundtechnologie ist wohlbekannt und Suppenlöffel ist das wichtigste Geschirr, das flüssiges Essen taucht, während Menschen leben. Das gibt jetzt lustigerweise auf Deutsch mehr Sinn als auf Englisch. Denn, also zumindest laut vorgelesen, denn Menschen und Leben sind hier zwei Wörter, nicht Menschenleben als ein Wort. Aber es klingt trotzdem richtig. Okay, aber ich bin jetzt ruhig und unterbreche nicht mehr nach jedem Satz, versprochen. Aber
so weit weggeboren von Suppenlöffel, ist dessen 26S Proteasomstruktur und Funktion können nicht mehr Verlangen von Menschen zufriedenstellen ohne Veränderung. Vor allem, wenn die Essenstemperatur höher war, können Leute nur mit dem Mund pusten, könnte Essenstemperatur reduzieren, sehr Anstrengung schnell. Aus diesem Grund bieten wir eine Art von neuartigem Suppenlöffel von beschleunigender Essensabkühlung sehr notwendig. Die Zusammenfassung der Erfindung, der Sinn dieses Gebrauchsmusters, bietet der kühle Suppenlöffel von einer Art von Geschwindigkeit, wird gebraucht, um das Problem zu lösen, dass gewöhnliche Suppenlöffel die Essenstemperatur nicht verringern können. Um das obige Ziel zu erreichen, der kühle Suppenlöffel der Gebrauchsmustergeschwindigkeit, bestehend aus Löffel und Löffelkörper, die Befestigungsgummibeutel von beendender Vorderflächenüberfall, die Luftdüse des Gummibeutels ist in Richtung Löffelkörper, Richtung am Löffel. Ja, und hier muss ich gerade nochmal dazwischen grätschen, falls ihr euch jetzt am Kopf kratzt. Ein Stick-up ist ein Überfall. Und wenn ich das hier ernsthaft für einen Auftrag übersetzen müsste, ich würde durchdrehen. Ich glaube, es ist eine Anschlussstelle gemeint, aber ganz sicher bin ich mir nicht, wofür das Wort hier stehen soll und gebraucht wird und würde vermutlich nach 10 Minuten anfangen zu heulen, dass ich so viel Zeit auf so einen Quatsch verschwenden muss. Wenn ihr Vorschläge habt, was mit Stick-up hier gemeint sein sollte, dürft ihr mir das gerne trotzdem in die Kommentare schreiben. Ich bin neugierig, wie ihr das versteht. Nach Annehmen dieses Aufbaus hält der Benutzer Suppenlöffel, kann flüssige Nahrung normal eintauchen. Falls die Essenstemperatur höher ist, kann der Benutzer konstant den Gummibeutel drücken mit Hand, macht es konstant luftatmend, Strahl, weil die Luftdüse ist über gegen den Löffelkörper. Daher, wenn der Luftbeutel Strahl ist, kann die Zirkulation der Luft beschleunigen des Löffels Essenszeugoberfläche. Das Körper ist enthalten, den Kühlungszweck erreichen, den Verbrühungsunfall vermeiden. Das Gebrauchsmuster hat den Vorteil, dass vernünftig in der Infrastruktur, das Profil ist exquisit, die Technologie ist simpel, einfach zu gebrauchen, kann die Temperatur der Nahrung des Enthaltens schnell reduzieren, für den Verbraucher vereinfacht die Essenskonditionen sicher. Beschreibung der Zeichnungen. Figur 1 ist die generelle Struktur der schematischen Zeichnung des kühlen Suppenlöffels der Gebrauchsmustergeschwindigkeit. Die spezifische Darstellung, wie in Figur 1 gezeigt, umfasst der kühlende Suppenlöffel des Gebrauchsmusters Löffel 1 und Löffelkörper 2, der befestigende Gummibeutel 3 von 1 beendender Vorderfläche Überfall. Die Luftdüse 4 des Gummibeutels 3 ist in Richtung Löffelkörper 2 Richtungen am Löffel. Ja, Respekt an jeden, dem jetzt noch kein Blut aus den Ohren läuft und doppelt Respekt an jeden, der sowas schon mal ernsthaft hat übersetzen müssen. Ihr habt mein vollstes Mitgefühl. Mein Gehirn ist hart an der Grenze, mir kommt schon ein bisschen Rauch aus der Nase und ich bin kurz davor, einfach loszuschreien. Aber wir sind fast durch, nur noch ein klitzekleiner Absatz, die Forderungen. Erstens, der kühlende Suppenlöffel von einer Art Geschwindigkeit besteht aus Löffel 1 und Löffelkörper 2 und wird charakterisiert dadurch, dass am Löffelanschlussgerät Vorderfläche wird der Befestigungsgummibeutel 3 geklebt, die Luftdüse 4 des Gummibeutels 3 ist in Richtung der Löffelkörper 2 Richtung. Uff, Leute, das war's, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr fandet das so lustig wie ich. Ich habe mich beim ersten Lesen echt kaum mehr eingekriegt vor Lachen und hoffe, das in der deutschen Übersetzung rübergebracht zu haben. Geht ja doch immer ein bisschen was verloren beim Übersetzen. Leider. Mir hat das jetzt auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich werde das wiederholen, wenn mir wieder so ein absurder Text irgendwo begegnet und spare mir jetzt mal das lange Outro.
Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi, eure Anja.